Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, nach dieser Auferstehung der Frauenministerin bei Fellner live, nach diesem wirklich spannenden und auch sehr ausführlichen Interview mit Juliane Bogner-Strauß, geht's jetzt zur Sache. Meine zwei Lieblingsdiskutanten wieder am Tisch versammelt. Zur Linken von Ihnen aus gesehen Rudi Fussi, heute im Sommeroutfit mit Fussis, mit nackten Fussis, muss man dazu sagen. Also du bist ja wirklich in Kampfmontur. Du bist geladen, sieht man. Nicht? Also dir machen auch 34 Grad nichts aus. Du bist heute sozusagen voll Simmering gegen Kapfenberg eingestellt in der Fußballer-Outfit. Kurze Hosen, nackte Wadeln, wie man so schön sagt. Mit dem Kurz vergleichbar, wenn man die Mikl Leitner nimmt, nicht? Die auch von den Wadeln des Kurz begeistert bin. Ähnlich begeistert bin ich von deinen, Rudi. Und zur Rechten vom Zuseher aus gesehen, Gerald Groß, unser rechter Zyniker, wie es so schön heißt. Ich sage auch immer der rechte Florettkämpfer, der heute ja einige Thesen anbringen will, die vielleicht noch für einigen Widerspruch sorgen werden, sowohl bei unserem Simmeringer Ringkämpfer, weil du bist ja weniger auf Florett eingestellt, als vielleicht auch beim einen oder anderen Zuschauer. Fangen wir vielleicht mit unserer geliebten Frauen- und Familienministerin an, die ja gerade da war. Sie lebt, wie wir gesehen haben, sie ist blendend gelaunt, sie arbeitet rund um die Uhr, wie sie uns gesagt hat, unter anderem auch für die Frau Köstinger. Welchen Eindruck hast du denn von der Juliane Bogner-Strauß? Ist die gut? Wird die unter ihrem Wert verkauft von den Medien? Oder ist sie einfach dem Job nicht gerecht geworden? Ich glaube, wenn man, das gibt es ja in der Bewertung von Fußballspielen, zu kurz eingesetzt, die Wertung, wenn jemand in der 75. Minute eingewechselt wird und man nicht wirklich das Spiel beurteilen konnte von dem Spieler. Ich glaube, so ähnlich ist es bei ihr auch. Bisher wäre mir nichts irgendwas aufgefallen, außer ein äußerst missglückter ZIB-2-Auftritt, also wo sie wirklich unfassbar schlecht war. Wobei das, okay, das kann bei Quereinsteigern immer passieren, bis man in dem Geschäft drinnen ist. Inhaltlich ist ja aufgefallen mit der Kürzung bei Fraueninitiativen und bei Frauenprojekten, ob das Zeitschriften sind wie Anschläge, ein feministisches Projekt oder andere Projekte. Macht man sich jetzt auch keine Freund, weil die leiden nicht notorisch unter Überfinanzierung. Aber man kann zu ihr schlichtweg nichts sagen, weil auch in den Interviews, die ich von ihr kenne, sie inhaltlich noch sehr vage bleibt. Jetzt könnte man noch ein halbes Jahr schon erwarten, dass sie sich einarbeitet. Aber ich glaube, es ist ein unbeurteilt, wäre das Ehrlichste. Man kann es jetzt weder negativ noch positiv sehen, weil dafür macht aber er einfach zu wenig. Aber jetzt im Herbst würdest du ein bisschen mehr Einsatz wünschen, erst das. Oder mehr Öffentlichkeitsarbeit, oder was fehlt dir? Du hast es ja selber geschrieben. Du hast es selbst geschrieben. Nein, ich glaube mal grundsätzlich, dass das, was du festgeschrieben hast, richtig ist, dass diese Regierung auf ÖVP-Seite in Wahrheit nur Sebastian Kurz besteht, weil den Rest nimmt man nicht wahr. Hofer ist sehr präsent, Strache ist sehr präsent, Kickl ist sehr präsent, die haben ihre Flächen. Kunersäcke ist sogar präsent. Man wundert sich, ja? Nur vom Herbert Fuchs, dem Staatssekretär, dem Finanzminister, dem hört man nichts. Aber auf der ÖVP-Seite, also Bogner-Strauß, hört man wenig. Das Letzte, was man von der Köstinger gehört hat, war der Lorenz, glaube ich, heißt der Sohn, der geboren wurde. Bei Fassmann ja ein bisschen was mit Deutschklassen. Und Bogner-Strauß ist unter den Unauffälligen nur die Unauffälligste, meiner Wahrnehmung nach. Aber es ist schwer zu beurteilen, weil es liegt fachlich einfach zu wenig am Tisch. Also du hoffst, dass noch was kommt? Es ist mir ehrlich gesagt wurscht. Aber Gerald Groß, Bogner-Strauß. Ist das jemand, den du verteidigen würdest oder bist von dir auch nicht wirklich begeistert? Es können nicht die schlechtesten Früchte sein, an denen die Wespen nagen. Und wenn sich die ganzen österreichischen Frauenorganisationen, also die Organisationen zum Selbstzweck der Beschäftigung von irgendwelchen roten oder grünen Parteisoldaten, sich ihren Rücktritt wünschen, oder wenn plötzlich drei rote Landeshauptleute ausreiten, weil sie sich gegen das neue Budget, was Kindergärten betrifft und auch dieses, diese Grundprämisse, die die Bundesregierung vorgegeben hat, dass man in Kindergärten das Verhüllungsverbot durchsetzt. An dem entzündet sich ja eigentlich alles. Dann kann sie nicht schlecht arbeiten. Ich finde es nur immer relativ spannend, dass jeder Minister und jede Ministerin, die konsequent das Regierungsprogramm abarbeitet, das wir ja mittlerweile seit 7 Monaten kennen, immer sofort beim Abarbeiten zum Rücktritt aufgefordert wird. Also mit der Verzögerung einer Großpackung Valium nach 7 Monaten kommt die Opposition jetzt endlich drauf. Hoppla, da gibt es tatsächlich Regierungsmitglieder, die
arbeiten ihr Regierungsprogramm in ihrem Fachkapitel ab und dann wird halt jeder zum Rücktritt aufgefordert. Mir ist die Bundesministerin Bogner-Strauß persönlich nicht bekannt, sie kommt aus der Steiermark. Ich kannte sie vorher politisch nicht, sie ist eine klassische Quereinsteigerin, aber sie macht auf mich, im Übrigen wie die anderen Regierungsmitglieder auch, einen durchaus soliden Eindruck im Abarbeiten, wo ich dem Rudi Fussi recht geben will. Ich kannte den ZIP-Beitrag jetzt im Übrigen auch nicht im Detail. Aber Quereinsteiger haben natürlich auch, was die mediale Berichterstattung betrifft, was Interviews betrifft, immer das gewisse Risiko, dass sie halt vom Quereinsteiger zum Querschläger werden. Und das dürfte halt medial im einen oder anderen Fall, dürfte durchaus etwas daneben jetzt gegangen sein. Jetzt gibt es die These, die gestern nach im Fellner Live der Wilimski vertreten hat, die FPÖ ist derzeit präsenter, hat ja auch der Rudi Fussi gesagt. Das stimmt. Weil sie, sagt der Wilimski, mit Professionalisten arbeitet, wie er sich ausdrückt. Professionalisten. Ja? Naja. Während die ÖVP halt mit lauter Quereinsteigern da angerückt ist, die sich offenbar schwer tun, in den Job hineinzukommen. Wobei im Gegensatz zum Rudi bin ich der Meinung, nach 6 Monaten müssen wir jetzt schon langsam anfangen. Abgesehen davon, es gibt die 100-Tages-Frist, das ist die Schonfrist, nach 100 Tagen wird geschossen. Offenbar ist da, rhetorisch im Parlament geschossen. Aber Gerhard, ist die FPÖ wirklich besser aufgestellt in der Regierung? Ich habe das vor 7 Monaten gesagt und mich hat es überrascht, dass ein politischer Vollprofi wie Sebastian Kurz dieses Risiko auf sich nimmt und einen Quereinsteiger nach dem anderen hineinsetzt. Das hätte ich nicht gemacht. Also, gut, ich bin auch nicht in die Verlegenheit gekommen. Die FPÖ, und da können wir über die freiheitlichen Minister inhaltlich, da sind wir wahrscheinlich Welten, Lichtjahre auseinander, das stimmt. Kickl, Vollprofi, 15 Jahre im Parlament. Wilimski, jetzt EU-Abgeordneter, feuert bereits den EU-Wahlkampf an mit der Juncker-Attacke, Vollprofi. Kunasek, Vollprofi, sowohl Landtag als auch Nationalrat. Hofer, immer die stille Personalreserve hinter Strache. Und Strache, unbestritten, seit mehr als 10 Jahren Oppositionschef der FPÖ, der damals die FPÖ übernommen hat in einem nicht sehr guten Zustand. Also jeder von denen hat 10 Jahre Job am Buckel mindestens. Nicht, muss man sagen. Jeder kennt mit die Fallstricke Tricks, in der Politik. Ich habe ja im Gegensatz zu vielen anderen meiner politischen Kollegen in der aktiven Zeit habe ich ja die Politik niemals als Job oder als Geschäft gesehen. Aber ich bin der Meinung, dass wenn man Politik betreiben will, zumindest das Handwerk verstehen muss. Und denen spreche ich es nicht ab. Jawohl, die verstehen das Handwerk. Und daher gibt auch derzeit die freiheitliche Regierungsmannschaft die Themen grosso modo vor. Und in der ÖVP sehe ich Kurz, Blümel und dann die große Lehre. Wobei man sagen muss, man muss fairerweise sagen, das hat ja Kurz, das ist ja Kurz nicht passiert. Der Kurz hat das bewusst gemacht, weil der Kurz wollte sozusagen keine Leute in Ministerämter bringen, die irgendwelchen Bündeschefs oder Landeshauptleuten verantwortlich sind, sondern die an sich binden. Ne? Ja, möglicherweise wollte er auch bewusst die Kanzlerschuhe haben. Auch das könnte ja sein. Na sicher. Dass er wollte, dass er der Profi da drin ist. Außerdem ist wurscht, wer dort Minister ist. Es ist ja wurscht, wer dort Minister ist. Wer die Welt hat er es absichtlich gemacht? Hat er es absichtlich gemacht? Oder ist es ihm passiert? Du glaubst, nein, er hat seine Vertrauten. Er hat zumindest mit der Landwirtschaftsministerin Köstinger und mit Gernot Blümel 2 Vertraute gesetzt. Ja. Und natürlich ist das alte Urprinzip, es ist keiner mehr im Club, weil er auch die Nationalratslisten mehr oder weniger handverlesen selbst ausgesucht hat. Es ist keiner mehr im Club einem Herrn Lobatka oder einem Landeshauptmann verpflichtet, sondern die jeweiligen Mandatare sind ihm verpflichtet, strategisch richtig gemacht. Ja. Nur in der täglichen Umsetzung der Regierungsarbeit und Arbeiten heißt im nicht in der Tintenburg sitzen am Sturmring im Regierungsgebäude und den ganzen Tag 12 Stunden Gesetzesvorlagen zu schreiben, sondern kommunizieren. Wir haben 100.000 Nachrichtensendungen, OE24 berichtet 24 Stunden rund um die Uhr, nur als ein Beispiel in den vielen anderen Privatsendern. Da wird Politik gemacht in den Medien. Das musst du können. Und das können die heute. Ja, so ist du, jetzt ist bei dir ein Name nicht gefallen, du hast alle Professionalisten der FPÖ aufgezählt, die Hartinger. Die du so geliebt hast, noch in der letzten Sendung hast du jetzt vergessen. War das ein freudscher Fehler oder kommt die unter den Professionalisten nicht vor? Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Keine Sorge, die Liebe und also, die. Hast du sie wenn man absichtlich so nennen will, oder unabsichtlich vergessen? Eher unabsichtlich. Ja, ich habe die Professionalisten der Freiheitlichen, des Nationalratsclubs, die letzten 15 Jahre genannt. Die Beate Hartinger war im Nationalrat zwischen 1999, Oktober, 26. Und wenn du sagst, die Beate Hartinger ist ein Professionalist, springt da Rudi Fussi, der heute extrem ruhig ist, dürfte ein bisschen ein Valium vorher genommen haben. Ja. Nein. Wenn der Maßstab ist, kann jemand das politische Handwerk ja oder nein, dann
kann man nicht behaupten, der Kickl kann es nicht. Und umgekehrt kann man nicht behaupten, die Hartinger kann es. Weil damit man es kann, oder genauso Kern hat es nicht gelernt. Das ist so, du musst es selber lernen. Der Kern? Das politische Handwerk, war nie Minister, war nie Abgeordneter, hat im Club gearbeitet, aber tatsächlich an der Front zu stehen. Da eine Distanzierung von Kern? Überhaupt nicht. Na ja. Aber es ist eine reine objektive Fäsche. Ich habe ein paar kritische Worte. Der Punkt ist der, die kann das nicht. Und, und man merkt auch, also du hast es selber geschrieben, schreibt ja jeder sozusagen mittlerweile, du stößt wo ein Fettnäpfchen auf, du brauchst nicht einmal schauen, wo die Hartinger daherkommt, die trifft es genau, nämlich relativ mittig. Damit sind wir beim Thema der heutigen Sendung. Ich habe mir erlaubt, ein Fettnäpfchen in eine Frage von mir einzubauen im Interview mit der Hartinger, nämlich ich habe gefragt, Frau Minister, Sie wollen die Mindestsicherung neu machen, kann man von 150 Euro leben? Ich dachte mir, sie wird sagen, davon ist kein Rät, wir zahlen 800 Euro Mindestsicherung etc. Sie hat aber gemeint, man kann sehr wohl von 150 Euro leben, wenn die Wohnung bezahlt wird. So, Rudi, stimmt das? Kann man von 150 Euro leben, wenn die Wohnung bezahlt wird? Stößt die Frage ernsthaft? Nein. Ja, natürlich also stößt sie ernsthaft. Natürlich, kann man, von 100, natürlich kann man von 150 Euro nicht leben und das weiß die Frau Ministerin genauso wie jeder andere, der es behauptet. Wenn die Wohnung bezahlt wird? Nein, nie im Leben. Es gibt unterschiedlichste statistische Erhebungen. Ich habe mir nur ein paar Zahlen, damit wir im Unterschied zu sonst nicht nur schreien, sondern wirklich Fakten diskutieren. Also heute ganz sachlich einmal, ja? Sachlich. Es gibt in Österreich eine Armutsschwelle und die Armutsschwelle ist bei 1180 Euro bei einer Person. Die 18%... Da ist die Wohnung dabei. Da ist die Wohnung dabei, ja. Es macht einen Unterschied, ob man jetzt in Wien ist oder am Land. Okay, 1180. In Österreich sind Stand heute 1,5 Millionen Menschen armutsgefährdet. Das sind 18%. 250.000 Leute sind sogenannte... Deprivierte, die nicht einmal in der Lage sind, sich Lebensgüter wie einen Kühlschrank oder eine Waschmaschine zu kaufen. 250.000 Leute in unserem Land. Mhm. Es gibt von der Schuldnerberatung genauso Berechnungen, die sagen, 1416 braucht eine Person, 3570 zum Beispiel schon ein paar mit zwei Kindern. Das kommt da ungefähr dorthin, was die Statistik aussagt. Die Statistik aussagt, die durchschnittlichen Ausgaben pro Haushalt in Österreich betragen 2016 3000 Euro. Wir reden bei dieser Debatte im Übrigen völlig aneinander vorbei. Es ist völlig wurscht, ob jemand 150, 350, 500, 700 sagt. Die Frage ist, womit ist ein menschenwürdiges Leben möglich? Wenn die Armutsgefährdung in Österreich nach allen gängigen EU-Kriterien und auch im Übrigen nach den Kriterien dieser Bundesregierung, weil die Kriterien haben sie auch im Sozialministerium nicht geändert, ist die armutsgefährdete Schwelle bei einer Person bei 1.180 Euro. Und deswegen die 150 Euro, das ist lächerlich. Ich schreibe es ja eben im Kommentar, wenn du Listen machst und aufschreibst Lebensmittel, Medikamente, Reinigungsmittel, Vorscheine, Bücher, was auch immer. Kriegt eine Sachleistung. Naja, aber das bitte. Ist ja das Unehrliche an der Diskussion, das hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, es gibt nur die Wohnung und 150 Euro. Ja, aber das Öffi-Ticket ist dabei, muss man wissen. Ja, und selbst wenn, das kannst du nicht essen. Und jetzt, also es ist lächerlich. Jetzt fragen wir den Gerald Groß, kann man von 150 Euro leben? Es ist keine abstrakte Diskussion. Sondern 35 Jahre sozialistische Bundeskanzler haben es nicht geschafft, 250.000 Menschen und davon sehr viele Mindestpensionisten und Ausgleichszulagenbezieher, die im Übrigen nur 909 Euro im Monat bekommen. Meine eigene Großmutter mit 97 Jahren, nachdem sie mit 15 als Schneiderin zu arbeiten begonnen hat, eine Ausgleichszulage mit 907 Euro. Abzüglich der Wohnkosten, der Heizkosten, Wasser, das Einzige, was befreit wird, Giss- und Rezeptgebühren, Handy, vielleicht ein Zeitungsabo und wir sind bei den 150 Euro. Wir haben in Österreich hunderttausende Menschen, die von nicht mehr als 150 Euro leben müssen. Das heißt, das ist keine abstrakte Diskussion und da kann sich der Rudi Fussi seine Statistiken holen, wenn man mit den Menschen in Österreich spricht, die teilweise mit 150, 200 Euro auskommen müssen, die nicht wissen, was sie tun, wenn der Boiler eingeht, die aber dennoch vielleicht 100 Euro haben, um ihrem Kind einen Golddukaten zu Weihnachten oder zu Geburtstag schenken. Dann haben wir diese armutsgefährdeten Personen und daher habe ich es nie verstanden, wie es in dieser Republik sein kann, dass wir Ausgleichszulagenbezieher, Mindestrentnerinnen etc. etc. in Österreich haben, Alleinerziehende haben, die 900, die 1000 Euro im Monat bekommen
und auf der anderen Seite Zuwanderer, die auf eine Plünderung der Sozialtöpfe durchführen und damit auf 2.000, 3.000 Euro mit den Kindern kommen. Und aber wenn jetzt die Beate Hartinger... Jetzt sind wir ja beim Punkt, es geht um ganz miese Ausländerhetze. Versuchen wir einmal vernünftig zu diskutieren. Nein. Eine Diskussion besteht daraus, dass du deine Argumente vorbringst und ich meine Argumente vorbringe. Doch. So. Na? Und wenn wir die Sozialministerin hergeht und sagt, 150 Euro für jene, die sich nicht integrieren wollen, die die Sprache nicht lernen wollen, die keine Englisch, keine Deutschkenntnisse haben, das steht aber im Ministerratsvortrag drinnen, der seit früher am Tisch liegt. Genau. Dann ist das die richtige Maßnahme, dass wir in Österreich endlich dieses Bundessozialamt für halb Europa schließen und die Plünderung der Sozialtöpfe endlich hintanstellen. Gerald, das kannst du ja nicht und ernst meinen. Und die Österreicherinnen und Österreicher werden, ich habe mir das jetzt herausgesucht, auch in Zukunft die Mindestsicherung neu bei 863 Euro sein. Viel zu wenig. Und sie wird das, darüber braucht man nicht diskutieren. Ich habe das ja gehört. 863 Euro, es werden auch 1.000 Euro zu wenig sein. Warum nimmt man den Leuten, die das Notwendigste brauchen, das weg? Es ist jetzt die Frage. Geht die österreichische Bundesregierung erstmalig den Weg und schafft diese Anreize ab, dass Menschen aus aller Herren Länder in unsere Sozialtöpfe hineingeströmt sind? Das ist diese Maßnahme, die die Bundesregierung plant. Und schafft sie endlich Gerechtigkeit. Dass wir selbstverständlich, lieber Rudi Fussi, und da gebe ich dir vollkommen recht, in Österreich Menschen haben, die mit ihrem Einkommen nicht das Auskommen finden. Ja, danke Hypo, danke Eurofighter, danke Jörg Haider, danke Schwarz-Blau. Der hat zumindest den Kärntner-Teuerungsausgleich noch beschlossen, den er die Roten wieder abgedreht haben. Nur so nebenbei. Das wissen wir seit Jahrzehnten. Das wissen seit 35 Jahren sozialistische Sozialminister. Na, was hast du dafür? Das Kinderbetreuungsgeld eingeführt. Ja, wo jetzt in einer österreichischen Bundesregierung der freiheitlichen Beteiligung zwischen 2000 und 2005 das Kinderbetreuungsgeld eingeführt. Einiges. Was haben wir noch gemacht? Das Pflegegeld erhöht. Ja. Maßnahmen, die 20, 25 Jahre nie gemacht worden sind. Du gehst ins Restaurant und gibst 150 Euro aus, wenn du einmal... Ja, du redest ja schon seit 10 Minuten, interessiert mich nicht mehr. Du kannst ja nur was lernen. Von jemandem, der 150 Euro am Tag ausgibt und dann behauptet, man kann mit 150 Euro im Monat leben, brauche ich nicht diskutieren. Dann mache ich selbst einmal. Die Hartinger hat die Wette abgelehnt und gesagt, sie wüsste jetzt sagen, es geht nicht, Gerald. Und wenn du mit dem Ausländergeschichtel wieder kommst, diese Plünderung der Sozialtöpfe, die Mindestsicherung, von der wir reden, weißt du, wie viel Prozent von allen Sozialausgaben die ausmacht im Budget 2018? Weißt du das? Ich sag's dir gern. Wir haben im Sozialbudget 106 Milliarden Euro. Da sind Pensionen dabei, Gesundheitsausgaben etc. Die Ausgaben für die Mindestsicherung liegen bei 0,9%. Ein Hundertstel aller Sozialausgaben gehen in die Mindestsicherung. Und jetzt sage ich dir noch was. 50% der Mindestsicherungsbezieher sind Österreicher. In dem Moment, wo 50% sind Österreicher. Österreichische Staatsbürger, wohlgemerkt. Es gibt da andere. Abnehmender Anteil. Es kommt zu einer Konzentration in Wien. Und jetzt sage ich dir noch was. Von diesen 924 Millionen, die im letzten Jahr für die Mindestsicherung aufgewendet wurden, das sind nicht Leute, die in Mindestsicherung leben und nicht arbeiten wollen. Wiederum fast die Hälfte sind sogenannte Aufstocker, die zu wenig Zeit kriegen und dann was drauf bekommen. Und letztens, die durchschnittliche Bezugsdauer der Mindestsicherung in Österreich ist 8 Monate. Bin höflich. So, das heißt, von einer Plünderung der Sozialtöpfe kann nicht die Rede sein. Sagt ja, es ist faktisch hier falsch. Zuwandernde Ausländer, die ganz bewusst unsere Sozialtöpfe plündern. Das ist ein relativer Blödsinn. Es ist faktisch falsch. Ich kann nicht darüber Fakten diskutieren. Das ist ein absoluter Blödsinn. Lass mich mit den Fakten nicht übereinbringen. Diese Diskussion ist auch sinnlos. Weil das ist, wie wenn du mit einer Wand diskutierst. Du kannst ihm mit Fakten kommen, mit der Ungerechtigkeit in Österreichs Sozialsystem kommen, er wird es nicht negieren. Das stimmt. Weil das auch der Stil, das sogenannten GutmenschInnen ist, die sich in moralischer Selbstüberhöhung... Was sind die Fakten, dass du auf die Idee kommst, dass Ausländer unsere Sozialhilfe... Ich möchte einen Satz noch, was so flapsig jetzt gefallen ist. Leb du einmal selber von 150 Euro im Monat. Ich möchte mich aufrichtig beim Rudi Fussi entschuldigen. Ich möchte mich wirklich aufrichtig entschuldigen, dass ich zu jenen Millionen Menschen in Österreich gehöre, die in der Früh aufstehen,
die arbeiten. Bitte, das dann die 19.000 Euro im Jahr Sozialversicherungsabgaben zahlen, die mehr als 50.000 Euro Steuern zahlen, die gesetzestreu sind, die noch nie straffällig geworden sind, die Tag und Nacht arbeiten, jetzt sind wir schon bei straffällig in der Sozialpolitik, die sich eine kleine Familie halten wollen. Ja. Entschuldigung, dass ich zu jenen gehöre, die nicht die Sozialtöpfe plündern, die nicht zu den Billerverkäuferin plündern die Sozialtöpfe. Nein, aber die arbeitet ja. Ja, aber nicht, die kriegt auch aus dem Sozialtopf Aufstockung für die Mindestsicherung, Gerald. Schaffen wir es. Ja, aber dann halt die Arme an Fakten. Ich brauche nicht laut werden. Schau. Nur wenn du ständig da sitzt und Fake News verbreitest. Erstens laut und zweitens, es kommt eine Diskussion nicht zustande. Ja, aber wer plündert die Sozialtöpfe, Gerald? Wer? All jene, die glauben, aufgrund unserer hohen Sozialleistungen, die wir uns, die solidarische Gemeinschaft, die versicherten Gemeinschaft in Österreich, also jene, die Sozialversicherungsbeiträge zahlen, auf Kosten jener hier nach Österreich kommen und Sozialleistungen. Es geht ja um eine kleine Zielgruppe, nämlich diejenigen, es geht um diejenigen, die als Asylwerber ihr Asylverfahren gewonnen haben und hier als Asylberechtigte angenommen. Es geht darum, dass wir auch im europäischen Vergleich, Österreich im europäischen Vergleich, an der Spitze mit unseren Sozialsystemen sind. Was zweifelsohne vollkommen in Ordnung ist. Aber wir müssen es finanzieren, erstens. Zweitens. Können wir. Und wir es nicht erlauben können, dass auch innerhalb der Europäischen Union Menschen, Migrationsbewegungen, whatever, glauben, nach Österreich zu kommen und das zu plündern zu können, was ordentliche Leistungsträger in dem Land monatlich erbringen müssen. Unser Wohlstand baut nämlich auf jenen, die im Gegensatz zu vielen anderen nicht auf Kosten der öffentlichen Hand dahin vegetieren, sondern die tatsächlich etwas zu diesem Staat und zu diesem Solidarsystem beitragen. Gerald, sag mir eine Zahl, was kosten uns diese Ausländer? Sag mal eine Zahl. Und wenn wir in Österreich, wenn wir in Österreich, endlich dieses Bundessozialamt für halb Europa und Nordafrika schließen, wenn das nämlich alle zu uns hereinströmen, dann ist es die richtige Maßnahme. Und dann kann ich es auch unterschreiben, was die Sozialministerin hier gesagt hat. Und wenn Sie alle wie die Hyänen, weil aus dem Zusammenhang gerissen, weil diese Sequenz wunderbar zusammengeschnitten worden ist. Wenn das das einzige Argument ist, dass Sozialisten, der Caritas und der Grünen sich vor die Sozialschmarotzer in Zukunft zerstört, dann sind sie sehr schlecht aufgestellt. Ich nehme zur Kenntnis, dass du arbeitende Menschen, die auf Mindestsicherungsaufstockung angewiesen sind, Sozialschmarotzer nennst. Dafür solltest du dich schämen, hast du gerade gemacht. In keinster Weise. Wenn du, ich habe dich jetzt dreimal nach Fakten gefragt, nach Zahlen. Um was reden wir da? Ich sage dir nur ein Beispiel. Die gesamte Mindestsicherung in Österreich kostet weniger als die Erlassung jetzt der Grunderwerbsteuer für Immobilieninvestoren, die diese Regierung vorgenommen hat. Die gesamte Mindestsicherung. Und du setzt dich dann ernsthaft daher und behauptest, wir hätten in diesem Bereich ein riesengroßes Problem, das wir dringend lösen müssen. Ja, wir haben jetzt kein Budget. Du redest von halb Europa. Nein, falsch verstanden. Nein, du hast wir haben ein Gerechtigkeitsproblem. Ja, ich sehe nicht ein, dass wir für unsere Ausgleichszulagenbezieherinnen, für Pensionistinnen, die diese Republik vielleicht sogar aufgebaut haben, weil sie heute noch leben, dass die mit 909 Euro herumvegetieren, währenddessen wir manchen Zuwandererfamilien den Hintern mit 3.000 Euro vergolden. Also, das sehe ich nicht ein und das streicht die Bundesregierung endlich zusammen. Gerald, Entschuldigung. Meine Herren, das ist der Punkt. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann werden wir ganz konkret. Dann sagen wir erstens einmal, worum geht es bei den 150 Euro? Ich glaube, es ist gescheit, dass wir das einmal aufklären. Wie soll diese Mindestsicherung wirklich ausschauen? Wir wissen es ja ansatzweise. Darüber werden wir gleich reden. Und dann zweitens die Frage des Fussi beantworten. Wie viel Geld fließt wirklich jetzt an ausländische Sozialschmarotzer, mit Gerald Gross zu sprechen? Wir sind gleich wieder zurück. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, Fellner live am Dienstagabend und das heißt, die zwei Streithähne der Nation sind da. Rudi Fussi zur Linken, der linke Rambo, könnte man sagen, und Gerald Voss zur Rechten, das rechte Florett, man sagt auch der rechte Zyniker. Die beiden Herren, wie üblich, schon kräftig aneinander geraten. Es geht um zwei Fragen, nämlich wie schaut die Mindestsicherung in Zukunft aus und zweitens,
wie viel Geld fließt an, wie es der Gerald Gross formuliert, ausländische Sozialschmarotzer. Reden wir mal zuerst darüber, wie schaut die Mindestsicherung in Zukunft aus? Wenn ich richtig informiert bin, widersprecht es mal, ihr habt ja da auch gewisse Insider-Infos, will die FPÖ einen Sockelbetrag von 150 Euro, das ist nur der Sockelbetrag, auf den käme dann ein Bonussystem von ungefähr 300 Euro für Deutschkurse, für Wertekurse, für AMS-Anmeldung drauf, sodass ein anständiger Asylsuchender 450 Euro hat, nach Meinung der FPÖ. Und auf das kämen dann Sachleistungen wie Wohnung, Öffi-Ticket, ich glaube primär um die zwei Sachen geht es drauf, und dann wäre das so in etwa 850 Euro insgesamt, von denen, wenn es ein braver Asylwerber ist, 450 Euro ausgezahlt werden, wenn es ein schlimmer Asylwerber ist, nur 150. Und das findet der Gerald Gross großartig, weil er sagt, Leute, die nicht Deutschkurse und so weiter machen, die soll man mit 150 Euro abstrafen. Habe ich das richtig verstanden? Naja, wenn sich Menschen nicht integrieren wollen, ja, ganz einfach. Wenn Menschen nur wegen der Sozialleistung in dieses Land kommen, wenn sich Menschen an unserem gesellschaftlichen Leben nicht beteiligen wollen, wenn Menschen unsere Kultur auch nicht akzeptieren wollen, dann haben sie erstens bei uns nichts verloren und dann möchte ich sowohl der Frau Hartinger als auch Ihnen, Herr Herausgeber, widersprechen, dann sind auch 150 Euro zu viel, weil dann zahlen in dem Land gar nichts mehr für die aus, genau. Sondern sollen die dorthin zurückkehren, wo sie hergekommen sind. Ganz einfach. Ja. Daher ist aber jetzt zur Aufbau der Mindestsicherung neu. Die Bundesregierung plant zumindest dem Ministerratsvortrag nachfolgend, den Bundesländern vorzuschreiben 863 Euro Mindestsicherung pro Person. Und dann wird gestaffelt. Dann kommt zumindest für manche etwas dazu, nämlich Kinderzuschläge etc. Ja. Für die Familienarbeit, die getätigt wird, und dann wird manchen etwas gestrichen. Ja, dann wird einigen etwas gestrichen. Und das ist wie zum Beispiel bei Zuwanderer, nämlich die Asylwerber, wo man, oder Zuwanderer, Asylwerber inklusive allem, Migranten, wo man alle Anreize herunternimmt, die jemanden dazu geführt haben, nicht zu uns zu kommen, um zu arbeiten, sondern zu uns zu kommen, um von der Mindestsicherung im Volksmund auch Notstandshilfe, weil so hat es bis vor 3 Jahren geheißen, in die Notstandspflicht, Notstandshilfe zu kommen. Leute daherkommen, die nur wegen der Mindestsicherung, die etwas hakeln wollen, die verdienen ja das Doppelte, wenn man was hakelt. Na, selbstverständlich. Na, wieso? Wenn wir uns Länder anschauen, woher die kommen, dann in Syrien, in Afghanistan, dann bekommen die durch eine normale Erwerbstätigkeit im Monat nicht mehr als 70 Euro. Durch eine normale Erwerbstätigkeit und müssen ein bisschen mehr als 40 Stunden in der Woche sogar arbeiten. Das ist nämlich sogar Sklaven zum Beispiel. So, natürlich sind wir ein Paradies. Wir sind mit unserem hohen Sozialsystem, und ich sage, ich bin stolz auf das Sozialsystem, aber wir müssen es missbrauchssicher machen. Wir sind mit unserem hohen Sozialsystem, liegen wir am Silbertablett für alle, die sagen, mir geht es in meiner eigentlichen Heimat also eigentlich schlecht, also gehe ich nach Österreich. Der verdient bei sich nur 70 Euro als Monatsgehalt. Oder 100 oder 150, es ist zumindest mehr als 863. Aber warum arbeitet er bei 100, uns nicht, dann kriegt er 2000 Euro, wäre er gescheiter. Wir haben jetzt 270.000 Arbeitslose. Solange wir die 270.000 Arbeitslose nicht abbauen, denke ich ja gar nicht, dass ich mir eine Arbeitsmigration aufhalse nach Österreich. Wir haben eine Arbeitsmigration, Gott sei Dank, durch jene, die ein bisschen qualifiziert sind. Die Erntehelfer, die uns fehlen, da geht es nicht um Rocket Science, Pflegekräfte. Aber denen kürzt man auch noch bei der Kinderbeihilfe. Im Grunde geht es ja bei dieser ganzen Diskussion um was völlig anderes. Es gibt zwei Sichtweisen auf das Problem, dass der Unterschied zwischen, nenne es Mindestsicherung, nenne es Sozialleistungen, nenne es Arbeitslosengeld, diese Leistungen, die wir Gott sei Dank haben. Arbeitslosengeld ist ein bisschen was anderes. Ja, nur von der Gestaltung her, vom Prinzip her bekommt jemand eine Leistung. Er hat eingezahlt. Ein Neugeborener hat auch nicht eingezahlt. Also egal, wurscht. Und Arbeitseinkommen. Und der Unterschied, und da sind Sie links und rechts einig, der Unterschied zwischen Arbeitseinkommen und Sozialeinkommen ist zu gering. So heißen, arbeiten zahlt sich nicht aus. Jetzt gibt es aber zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Seine ist, dass er sagt, na, drucken wir die nichts haben, weiter runter. Nein, nur die Ausländischen. Ja, noch besser, also da machen wir dann ARIA-Nachweis und was weiß ich.
Und meine Herangehensweise ist, dass ich sage, es ist eigentlich eine Frechheit, dass man in Österreich unter 1.500 Euro brutto hat. Ich bin für einen gesetzlichen Mindestlohn, der mindestens 1.700 brutto, ja. würde ich vorschlagen. Ja. Das ist auch finanzierbar. Und zum Missbrauch sicher, ich bin der Erste, der sagt, man sollte jedem die Botschaft mitgeben, auf Solidarität können sich nur jene verlassen, die wollen, aber nicht können. Aber nicht jene, die können, aber nicht wollen. Und du bist allen Ernstes der Meinung, dass die 50% ausländische Asylwerber, die jetzt die Mindestsicherung beziehen, dass das wirklich arme Leute sind, die keinen Job finden, sicher, und dass keiner von denen sie nicht das abkassiert. Sie dürfen oft nicht oder arbeiten. Oder absammelt sogar als Familienmindestsicherung, wo er ja rein theoretisch Wolfgang, auf 3.000 Euro kommen kann, rein theoretisch. Wolfgang, da geht es um so wenig Geld. Da geht es um so wenig Geld im Vergleich des Budgets des Staates. Ich habe es vorher gesagt, das sind 0,9. Ja, aber sind 0,9. Ist es Geld. Ja, es ist, ob die Hypo hat 18 Milliarden kostet. Die Eurofighter haben 3 Milliarden kostet. Ja. Weißt du, was uns die Sonderprivilegien... Nein, lass mich ausreden. Einen was die Kriminalfall mit einem kriminellen Ausnutzen des Systems zu vergleichen... Das ist beides ein Kriminalfall, oder? Für dich schon. Das eine für ist ein Kriminalfall. Aber den Kriminalfall, nämlich die Ausnutzung der Sozialsysteme quasi zu pragmatisieren und sagen, das ist normal, das ist sozialistisch aber falsch. Nein, weißt du, es hat mit Sozialistischen gesagt. Der wesentliche Punkt ist der, wenn ich mir anschaue, nur den Unterschied zwischen dem ASVG-Pensionssystem und dem Pensionssystem der Beamten und anderer Privilegienritter, das haben wir bei Einsparungspotenzialen im Milliardenbereich, da kannst du die Mindestsicherung verdoppelt. Okay. Also das ist der das eine Punkt. Aber wir fragen noch einmal den Gerald Jost, nix. Bevor wir zum generellen Thema Ausländerbeschäftigung kommen. Fragen wir noch einmal. Ist es richtig, was die Regierung macht, dass sie sagt, wir schaffen in Zukunft zwei Klassen von Mindestsicherungsbeziehern. Die einen, die Österreicher, sollen, wenn es geht, sogar mehr kriegen als 860, vielleicht 1.000 oder mehr. Die anderen sollen weniger kriegen, nämlich im Extremfall nur 150. Und wenn sie gute Asylwerber sind, 400. Aber was sind gute Asylwerber, Wolfgang? Die einen Deutschkurs machen, die einen Wertekurs machen und die sich bei AMS okay, sammeln. Ich sag's ja nur, ich bin ja nicht die Regierung. Frag einmal deine klugen Gäste aus der Bundesregierung, warum sie dann die Mittel für die Deutschkurse gekürzt es haben. Es ist immer sehr eigenartig, wenn der Wolfgang Fellner mir eine Frage stellt und der Rudi Fussi sich da wenn meine Antwort meistens mehr wert ist, als das ist mir ist das Thema zu ernst, aber das ist sein Zugang zur Meinungsfreiheit. Mehr Mindestsicherung für die Österreicher. Es ist schon wieder diese gleiche Frage, die der Herausgeber, der Beate Hattinger, vor einer Woche in diesem Studio gestellt hat und dazu nicht dazu gesagt hat, dass zu diesen 150 Euro die Wohnkosten Sachleistungen dazukommen. Und jetzt sage ich, das gehört aber mehrmals betont, weil so zu tun, also der arme Zuwanderer, der arme Asylwerber muss in Zukunft 150 Euro haben, so ist es ja dann doch nicht. Da kommen nämlich Wohnkosten dazu. Es würden sich sehr viele Österreicherinnen und Österreicher freuen, wenn sie die Wohnkosten von der Republik Österreich finanziert bekommen. Also die Sozialfälle aber jetzt etwas ganz was anderes. Lieber Rudi Fussi, eine kurze Frage. Du plädierst für den Mindestlohn 1.700 Euro. Zum Beispiel. Eine kurze Gegenfrage. Ja. Wer zahlt's? Na, wir Unternehmer. Achso, okay. Na, war nur eine Frage. Na, also nicht der Staat, sondern die Unternehmer. Ja. So. Ein Mindestlohn, also jene, Mindestlohn. Nein, ich sag's nur. Es hätte ja sein können, dass das im Zuge dieses Sozialstaates, der alle Österreicherinnen und Österreichern zu Almosenempfängern und zu willenlosen Hascherl machen will, dass das wieder so eine Sozialleistung ist, die wir schon die letzten Jahrzehnte haben. Wo ich da gesagt habe, eine willenlose Masse von Menschen, die sich meistens bei den Roten um eine Wohnung, um ein Parteibierchel und um eine Sozialleistung anstellen wollen, stellen sich auch in Zukunft um den Mindestlohn an. Es hätte ja sein können, dass das ideologisch bei dir verurteilt ist. Also ich sage Folgendes. Man kann bist über alles für Mindestlohn diskutieren. Oder nicht? Ja, selbstverständlich. Ich würde mich freuen, wenn wir 2.000 Euro Mindestlohn hätten und wenn wir 3.000 hätten. Wenn wir es schaffen würden, unsere Wirtschaft so anzukurbeln, dass jeder Unternehmer Zahlen Länge mal Breite an Gehältern zahlen kann. Na wunderbar, aber es ist leider nicht so. Warum weil sehr viele Klein- und Mittelbetriebe, auch aufgrund der Steuerbelastung, die sich die letzten 30, 40 Jahre, im Übrigen durch sozialistische Finanzminister, angehäuft hat. Warum, was soll immer dieser Depp, der Einwurf Franitzky und diese Oligarch Edlinger. Wird sich entwickelt zwischen Schwarz-Blau? Hat es ja Gott sei Dank die eine oder andere Steuerreform gewinnt. Aber selbst die war ein Tropfen auf den heißen Stein. Bitte, Gerald. Also, du glaubst wenn ja den eigenen Schmäh nicht mehr, daher oder? Glaube ich, dass es sehr wichtig wäre,
endlich einmal die Unternehmer zu entlasten und dann den Unternehmern die Möglichkeit zu geben, höhere Gehälter zu zahlen, ja, anstatt gesetzlich zu verordnen, 1.700 Euro. Weißt du, warum du eine gesetzliche Verordnung brauchst, so wie in Deutschland, weil du sonst tatsächlich ein Problem in manchen Branchen bekommst? Ich möchte nur einen Satz... Da sind wir uns einig. Jetzt kommen wir mal zum Kernthema. Gut. Nämlich zum Kernthema, das heißt, der Gerald Gross will ja deshalb die Mindestsicherung möglichst auf 150 Euro runterschreiben, weil er keine Asylsuchenden mehr im Land haben will, richtig? Na, selbstverständlich. Das sage ich jetzt zum zweiten Mal oder zum dritten Mal. Was spricht dagegen, weil ich der Meinung bin, dass nach diesem... dass man eine kontrollierte Menge an Asylsuchenden noch hereinlässt. Ja, ich nenne jetzt ein Beispiel. Na, Syrien zum Beispiel. Wunderbar. Das war jetzt das richtige Stichwort. Ja. Also, der spanische Ministerpräsident war der Meinung vor zwei Wochen, er lasst eine kleine, feine Menge von Asylwerbern, es war genau ein Boot, ins Land herein, weil er quasi sich mit der Selbsterhöhung des Moralischen, mit dem Heiligenschein ummanteln wollte und sagen, es kommen 200 herein. Was passiert? Ja. Es wird seit drei Tagen die Strände in Spanien gestürmt, weil es natürlich wieder eine Einladung war, nämlich an alle jene, die kommen wollen, kommt zu uns, wir in Spanien nehmen alle auf. Das heißt, und jetzt sage ich, jetzt lasst, und jetzt wäre, aufnimmt, und jetzt wäre für diese Dummheit, für diese einzigartige Dummheit des spanischen Ministerpräsidenten, des aktuellen, der aus der noch größeren Blödheit der Frau Merkel von 2015 offenbar noch immer nicht gelernt hat, den sollte man jetzt mit seinen Problemen allein lassen. Die einzigen, die es verdienen, wirklich, dass man ihnen hilft, sind die Italiener, die seit 2015 dieses ganze Asylchaos, dieses Merkelsche, wir schaffen das, kommt alle zu uns, alleine gestemmt haben, wo in Lampedusa ein menschliches Schicksal war. Ja, zu Recht, weil sie endlich das Gleiche machen, was die Australier schon seit Jahren machen und sagen, Ausschluss. Wir nehmen ja als zivilisiertes Europa des 21. Jahrhunderts nicht in Kauf, dass aufgrund unserer politischen Signale Menschen im Mittelmeer das saufen. Also die These, Gerald Gross, ist, niemand darf die mehr These, europäischen wir haben gesehen, bitten. Wir haben gesehen, 5 cm Tür auf, spanischer Ministerpräsident vor zwei Wochen, 3.000 am Strand. Und zwar das jetzt täglich. Und wenn Bitte. Gerald Gross Kanzler wäre, dann würde es überhaupt keine Mindestsicherung für Asylwerber geben. Null. Na, noch aus. Einmal, wir müssen Asylwerber, die bei uns im Land sind, müssen wir ordnungsgemäß versorgen und haben dafür gesetzlich die Grundversorgung, die sich die Länder mit dem Bund teilen. Und diese Grundversorgung ist für mich ausreichend. Ja, ich sehe es nicht ein, dass wir unsere Sozial-, die Grundversorgung... Sobald er genehmigt ist, hat er ja keine Grundversorgung mehr. Na, dann fällt er, sobald er genehmigt ist, ist auch kein Problem. Ja, in dem Moment, wo er genehmigt ist, hat er ja den Asylstatus bekommen. Dann ist er kein Asylsuchender mehr, sondern dann hat er tatsächlich den Asylstatus bekommen. Dann fällt er in die Mindestsicherung. Ja, und dann beginnt das Merkel... Und da würdest du das auf Null setzen, damit es nicht schleicht. Nein, dann sage ich Folgendes. Schleicht, wenn es keinen Job hast. Und schon gar nicht mit der Diktion. Aber... Sondern dann sage ich, jawohl, du bist jetzt bei uns. Du lebst von der öffentlichen Hand und von dem Schutz dieser friedlichen Republik Österreich. Jetzt hast du auch deinen Beitrag zu erbringen. Englischkenntnisse, Deutschkenntnisse, Integrationsfähigkeit. Und das ist das Wesentliche. Die große Frage ist, wie man es schafft, die Freiheitlichen wieder in die Gesellschaft zu integrieren, finde ich. Die Freiheitlichen? Ja. Ich glaube, das ist wirklich die große Frage. Ja, so viel Straftäter, so viel Steuerhinterzieher, so viel, was da Fälle geht, diese Nazi-Einzelfälle. Wir müssen uns um diese Leute wirklich kümmern. Verstehe. Großherzig kann man bei der Mindestsicherung für ein paar Freiheitliche was drauflegen. Ich glaube, das ist die wirkliche Frage. Und das Lustige ist nur, warum ich das resozialisiert oder was? Meine Hoffnung ist begrenzt, um ehrlich zu sein. Der wesentliche, ich weiß ja, dass er den Blödsinn, den er sagt, gar nicht glaubt. Die Rhetorik und der Inhalt wie das Outfit. Aber der Punkt ist der, ich habe vorher darüber gesprochen, dass man Sozialmissbrauch abstimmen muss, ist richtig. Na bitte. Aus allen Untersuchungen in Deutschland, in England weiß man, dass das Verhältnis von Sozialmissbrauch in einem Sozialsystem zu Steuergeldhinterziehung im großen Stil, Konzerne, Stichwort Irish Dutch Sandwich, Google, Apple und so weiter, Starbucks, 1 zu 130 ist. Ich würde mir ernsthaft nur ein bisschen bemühen, der Politik in Europa, bei dieser europäischen Frage natürlich wünschen, diese Steuerschlupflöcher mal zu schließen, weil mit dem Geld, das sagt das Verhältnis 1 zu 130, könnte man wirklich viel Gutes finanzieren. Zum Beispiel, wenn du antrittst, würde ich deinem Sohn die Hälfte wegnehmen, weil dann hätte er noch immer genug und von der Erbschaft könnte man schon wieder was finanzieren. So, wir kommen zur letzten polarisierenden Frage dieser Woche. Nämlich, sollen wir Asylwerber, insbesondere junge Asylwerber,
die keinen Anspruch haben, in dem Land zu sein, brutal zurückschicken? Oder sollen die bleiben dürfen, wenn sie sich integriert haben und zum Beispiel Lehrling geworden sind und einen Lehrberuf ergriffen haben? Bitte, du hast die Frage. Die Frage stimmt nicht ganz. Junge Asylwerber, wenn sie verfahren und während dem Verfahren dürfen sie da bleiben. Es geht jetzt die Diskussion, die jetzt gerade derzeit die Hermann-Meyer-Diskussion. Die Spardrechsel, die Spargeneraldirektor. Genau, genau. Soll ein junger Asylwerber, der sich integriert hat, der aber zum Beispiel einen Lehrberuf hat, aber dann einen negativen Bescheid kriegt, soll der zurückgeschickt werden oder soll der bleiben dürfen? Ein Asylwerber, der im Zuge seines Verfahrens, das meistens mehrstufig ist und sehr viel Kosten verursacht hat und am Ende dieses Verfahrens einen negativen Bescheid erhalten hat, ist ungefähr die gleiche Frage, die wir jetzt stellen werden. Sollen wir österreichische Gesetze vollziehen oder nicht? Sollen wir uns an österreichische Gesetze halten oder nicht? Und es gibt auch die Asylgesetzgebung, die kann einem im Übrigen gefallen oder auch nicht, aber die ist Gesetzesbestand und Gesetzesmaterie. Und wenn ein Lehrling oder ein whatever, eine Person mit guter Bildung integriert, bei der Feuerwehrjugend, Jungschau, 3 Jahre, so, wenn der einen, ich verstehe auch die einzelnen Fälle, aber wenn der einen negativen Asylbescheid in Händen hält, der meistens durchgefochten worden ist durch alle Instanzen und sich eine Reihe von Berufs-NGOs eine goldene Nase dabei verdient hat, dann gehört er auch abgeschoben, denn das besteht im Bescheid. Weil wenn der Wolfgang Fellner einen Steuerbescheid bekommt, dass er bis zum 15. die Umsatzsteuer für seine Inseratenaufträge abzuliefern hat, muss er es auch zahlen. Und wenn der Asylwerber einen Bescheid Christlich, leider. Wo? Jetzt erkläre ich es dir. Wo das christlich ist, erklärst du. Lass es dir erklären. Bitte gerne. Höre bei der Bibelstunde zu und lerne daraus. Also, wenn wir also einen Asylwerber haben, der nach Österreich kommt, 3-4 Jahre hier bleibt, weil er wieder besseren Wissens, keinen Asylgrund vorbringen kann, dann ist er am Schluss, hat er keinen Asylstatus. Ja, aber der hofft ja darauf, dass er abgeschoben wird. Wenn einer aus Russland nach Österreich kommt, also aus anderen sicheren Staaten, dann braucht man sich nur die neuesten Daten des Verwaltungsgerichtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts aufs Anschauen. Willst du in Afghanistan leben? Nein. Aber es ist leider so, wir haben zu wenig Lehrlinge. Wir haben in Österreich zum Stand voriges Monat ein wenig mehr als 27.000 arbeitslos gemeldete Jugendliche bis zum 25. Lebensjahr. Ja. 27.000. Und dann entzündet sich diese Debatte, aber dass irgendwelche Wichtigtue im Sinne eines Christian Konrad gezogen, also seine Diese ganzen Figuren, die offenbar in jedes Mikrofon hineinbeißen. Dann entzündet Oberfigur, Schatzi. Du beißt in jedes Mikro eine, oft dazu noch mit einem Plätzchen. Diese Figuren kann man mal als Sprache verwenden. Vielleicht auch nie phonetisch, wie ein Simmeringer ginge. Aber warum muss man über Christian Konrad, der als Flüchtlingskoordinator großartiges geleistet hat, diese Figuren... Rudi Fussi, ich entschuldige mich bei allen Simmeringern, weil ich habe von sehr vielen Simmeringern bei der letzten Sendung eine Zuschrift bekommen, die darauf bestehen, dass Rudi Fussi von seiner Phonetik kein Simmeringer ist, sondern den Vonsdorfern, also den Obersteirern zuzurechnen ist. Und selbst da geniert sich jetzt schon der halbe Ort dafür. Aber zur Retour. Und das Zweite ist, den letzten Kosenamen, Schatzi, den darf ich auch schärfstens zurückweisen, weil wenn ich heute nach Hause fahre und ich habe das von jemand anders gehört, könnte ich ein Problem bekommen. Spaß beiseite. Mir geht es darum, dass ich diese Diskussion über die Gesetzmäßigkeit von Asylbescheiden, ja oder nein, nicht deswegen führen will und auch nicht kann und wir auch nicht führen sollen, nur bei irgendwelchen Mannern, und sich einbilden, wir brauchen 15 oder 20 Lehrlinge mehr. Dann würde ich dem Herrn Spargeneraldirektor Hermann Mayer, whatever, empfehlen, nehmt euch Zeichen, nehmt wie man sich integrieren nein, soll. Nein, es ist ein Zeichen, integriert es sich, dann ein Zeichen dass wir 27.000 arbeitslosen Jugendlichen endlich eine Perspektive bieten und ihnen nicht das Schicksal ermöglichen, dass sie am Ende des Tages ihres Lebens 40 Jahre in der Mindestsicherung verweilen haben müssen und keine Leistung erbringen konnten. Das mit dir FPÖ-Leiser. Also du bist für hartes Abschieben, auch gut integriert. Nein,
bin für Gesetzmäßigkeit schuldig, ja, und dass ich offenbar der Letzte im Raum bin, der noch gesetzestreu ist. Im Ortstafel verrücken von mir keiner, weil die Gesetzesfrage eine andere. Du bist aber dafür, dass die bleiben dürfen. Also im Grunde, wenn Gerald Groß sagt, Recht ist zu vollziehen, kann man nicht widersprechen, das ist der Sinn und Zweck eines Rechtsstaates. Aber es gibt sowas wie das humanitäre Bleiberecht, das man verfügen kann. Und das sind für mich die klassischen Fälle, wo man sagt, gut integriert, hat einen Sinn, also der Arbeitgeber ist zufrieden. Das humanitäre Bleiberecht auf der Ich bin dafür, dass das angewendet wird. Und damit sind wir Gerald Groß bei der Schlussfrage, nämlich bei der Figur Christian Konrad, der sagt, das Geleise des Sebastian Kurz in der Flüchtlingspolitik ist nicht seines und das führt in eine falsche Richtung. Das ist nicht christlich-sozial. Das ist nicht christlich-sozial. Und da gibt es ja den Münchner Bischof, der gesagt hat, die Partei darf eigentlich kein C mehr im Namen tragen, wenn sie diese Politik weiterführt. Was sagst du dazu? Was sagst du der Konrad-Kritik? Du warst ja mal ein Fan von Konrad vor Jahren. Noch nie. Na ja, das noch nie. Also kein einziges Mal. Ein strammer Rechter. Nein, noch nie. Nicht. Nein, noch nicht. Mit der Giebelkreuzpartie hatte ich die letzten 15, 20 Jahre in meiner politischen Karriere nie etwas, bin nicht einmal angestreift, weil ich genau gewusst habe, was auch für eine menschenverachtende Personalpolitik, Finanzpolitik dahinter steckt. Und wenn der Herr Christian Konrad, der sogenannte mächtigste ehemalige Banker, mittlerweile emeritiert, der vor allem gespielt hat, dass die Politiker, die demokratisch gewählten Politiker, alles nur seine finanzierten Marionetten sind, dass der am Ende des Tages plötzlich der Lord Siegelbewahrer des Christentums in Österreich wird. Ja, da lachen die Hühner. Ich hätte auch nicht gedacht, dass du mit den Christian Konrad verteidigst. Ich verteidige eine grundsätzlich humanitäre Position. Wenn jemand sich besser integriert als jeder andere im Bosnienkrieg, bei uns daheim in Fonstorf, wenn du dich schon ansprichst, nehmen uns mal eine evangelische Kirche, die wurde aufgelassen, da hat dann eine Jugendfamilie gewohnt. Mein Bruder ist 14 Jahre jünger als ich und ist mit denen in die Schule gegangen. Das Flüchtlingsdirndl war noch ein Jahr Klassenbeste in Deutsch. Die Mutter hat in der Gärtnerei gearbeitet, der Vater bei der Tankstelle. Ein hervorragendes Beispiel. Und genau solche Leute brauchen wir. Und solche Leute brauchen wir. Und was der Gerhard macht, und was du machst, ist genau dasselbe. Die Geschichte recht nicht mehr. 300.000 Arbeitslose, 300.000 Juden. So ist es ein Problem. 27.000 junge Österreicher suchen einen Job. Gerhard, wir haben bei den Arbeitslosen, die wir haben, welche dabei, die wollen nicht arbeiten. Dann haben wir welche dabei, die sind in Wien und der Job wäre in Vorarlberg. Und wenn du dich einmal mit den Fakten befassen würdest, und da heute einmal mit meinem lieben Freund, dem AMS-Chef Johannes Kopf, der kann dir das nämlich erklären, dass im Jahr gibt es 800.000 Arbeitslose, es werden nur immer 200.000, 300.000 angezeigt, weil man ja immer wieder Arbeit findet. Das Problem, das wir heute haben, ist, dass ein durchschnittliches Arbeitsverhältnis nur 2 Jahre dauert. Den Job wegnehmen, glaube ich, auch eines kann ich jetzt nicht schenken. Und zwar diese immer wiederkehrende Verniedlichung der Schrecken des Dritten Reichs. Nein, nicht, komm mal mit dem Schmäh, bitte. Das ist so lächerlich. Die Judenvernichtung. Aber es ist genau dasselbe. Goebbels hätte nicht anders gestoßen als du. Die Judenvernichtung. Die Judenvernichtung. Nein, die Judenvernichtung mit einer demokratischen Diskussion über die Integrationsbewegung zu vergleichen, ist mies und widerwärtig. Aber was macht man am Ende des Tages damit? Nichts anderes. Was macht man am Ende damit? Du spaltest die Gesellschaft. Man verniedlicht nicht nur, sondern man nimmt dem Nationalsozialismus jede Angst. Weil in Zukunft ist ja jeder in Österreich, der nicht unbedingt der Kommunist, ein Fussist oder ein Sozialist ist, offenbar ein Rechtsextremer, ein Nazi. Nein, aber du hast die Methode verwendet, die damals schon Goebbels verwendet. Man verniedlicht die Judenmörder, weil jeder, der nicht in das eigene sozialistische Weltbild passt, ein Nazi ist. Ich gratuliere zu dieser Weitsicht. Wir haben jetzt also dort bei Fellner... Das ist typisch Fussi. Es entgleist immer in den letzten Strecken. Die Gesichtszüge Einen neuen Tiefpunkt erreicht, dass du den Gerhard mit den Goebbels vergleichst, finde ich ja schon ein bisschen stark. 300.000 Juden, 300.000 Arbeitslose, jetzt hast du... Das ist eine Schande gegenüber allen, die damals unter diesem Regime leiden mussten. Rudi, er wird sich das nicht... Ich möchte wissen, wo ihr damals auf welcher Seite des Zauns hier gestanden war, als du und deine Rechte feiern. Das ist meine Familie. Wenn man da mit dieser Goebbels-Methode... Ich weiß, wo ein Teil meiner Familie gestanden ist. Der Gerald Groß wird sich das nicht gefallen lassen. Diese ständige Spaltung der Gesellschaft, diese Hetze,
Das muss einmal beendet werden in dieser Sendung. Du musst dich einsetzen, Wolfgang. Im nächsten Fellner Live wird er dich versohlen, Rudi. Das kann ich dir garantieren. Nein, also mit der Goebbels-Methode. Aber genau, mit der Goebbels-Methode wird er dich versohlen, als Stalinist und als Marxist. Fussist, oder was hat er sogar benannt gesagt. Okay. Fussist, aber ich verwende nicht die Goebbels-Methode. Als nordkoreanischer, was ist er, der nordkoreanische was? Einfach dumm, wenn man sich die Argumentation die letzten fünf Minuten anhört. Meine Damen und Herren, es war wie immer tief, wie zwischen den beiden Herren üblich, aber auch teilweise sehr lehrreich, sehr spannend. Ich würde sagen, sehr anregend. Ich hoffe, Sie diskutieren jetzt weiter, wenn es geht, auf ein bisschen ein höheres Niveau. Aber man kann sich das natürlich nicht wünschen. Nicht gut, oder? So, ich danke dem Rudi Fussi in seinem Sommeroutfit, dass er noch zu solcher Hochform aufgelaufen ist. Ich danke dem Gerald Groß für seine doch teilweise sehr spannenden Einwürfe, vor allem was die Mindestsicherung anbelangt. Dass ihr zwar nicht einer Meinung seid, war eh klar. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Morgen haben wir einen spannenden Gast, den jeder von euch gerne interviewen würde. Nämlich Erwin Bröll steht wieder auf aus dem Krankenhaus, kommt hier ins Studio. Ich weiß nicht, ob mit Fahrradl oder ohne. Wir haben auf jeden Fall unten einen Fahrradständer montiert, dass er sein Fahrradl unten ordentlich parken kann. Also Erwin Bröll morgen mit Fahrrad bei uns im Studio und nachher noch spannende Diskussion generell. Und am Donnerstag kommen wir vom Wörthersee mit dem Kärntner Landeshauptmann Kaiser, mit der Wörthersee-Legende Retzer und mit dem Wörthersee-Großmaul, da war jetzt keiner von euch gemeint, Christian Mucher. Der kann es ja mit euch zwar mithalten. Ich danke euch beiden vielmals. Ab sofort gibt es euch auch am Sonntag in Österreich zu nachlesen. Jeden Dienstag bei Fellner Live. Ich freue mich auf den nächsten Dienstag, Freunde, weil es ist immer was los. Danke, gute Nacht.